Die Idee ist ja super, Johann, aber... Na gut, das funktioniert. Curse you, Mud Duck! This ain't the last you'll see of me! Good riddance to bad beagles, I say. Now, why in the world was he interested in this old painting? Surely there are more valuable... Well, pluck me pin feathers. It looks like some kind of secret code. Boys, boys! What did you find, Uncle Scrooge? Yeah, what is it? I'm not sure, but I know how to find it out. I'll feed it into my supercomputer and use Gyro's new crypto analysis program. Then we'll know what the Beagle Boys were after. Stand back, lads. Brickadoon! What is it, Uncle Scrooge? It's a treasure map, lads. And no ordinary treasure by the look of things. Only Uncle Scrooge would call any kind of treasure ordinary. Look! One of the treasures is in the middle of the Amazon. And there's another one in Transylvania. And one buried 10 miles underground. Hey, wait a minute. Something screwy. This last treasure can't be right. Yeah, there's no mountain on Earth that's that high. Well, according to the Junior Woodchuck's guidebook, to get there we'd have to take about 537 million steps straight up till we reach the moon. You mean the moon, moon? It looks that way, lads. Well, what are we waiting for? That treasure's not going to discover itself. Ich mag den Stil des Spiels total. Das erinnert mich gerade irgendwie total an, weiß ich nicht, an so eine richtige DuckTales-Folge von früher eben irgendwie. Ich finde, den Stil haben sie total gut eingefangen. Gut, finde ich super. Jetzt sind wir quasi gesehen so weit, also, man muss ja auch mal dazu sagen, ich habe ja schon mal ein DuckTales-Spiel Let's Played, nämlich das für den Game Boy, was ja weitestgehend inhaltsgleich ist mit dem DuckTales-Spiel für das NES, worauf sich ja wiederum dieses Spiel hier bezieht. Ja, jetzt sind wir quasi so weit, wie es auf dem NES eigentlich auch losgeht, nämlich direkt mit dem Auswahlbildschirm der Level. Wir können jetzt eben in den Amazonas gehen, nach Transsilvanien, in die afrikanischen Minen, zum Himalaya oder direkt auf den Mond. Und dort jeweils nach einem Schatz suchen, nach einem sehr, sehr wertvollen Schatz. Und nur wenn wir alle 5 Schätze beisammen haben, können wir uns tatsächlich als, keine Ahnung, reichste Ente der Welt fühlen oder so. Oder als geborener Schatzsucher oder irgendwas in der Art. Ich würde sagen, wir machen das wirklich von Anfang an, also der Reihe nach durch. Sprich, wir fangen mit Amazonas an und arbeiten uns dann so langsam aber sicher nach unten. Und ja, dann geht's einfach mal los. Reise nach Amazonas? Ja. Get Launchpad on the horn. I'm headed to the Amazon Jungle to find the Scepter of the Incan King. Genau, Scepter des Inka-Königs finden. Und mit Quack, dem Bruchpiloten, reisen wir in den Amazonas. Ihr müsst mich wirklich mal sehen. Ich sitze hier die ganze Zeit mit einem riesigen Grinsen irgendwie vor dem Gesicht, weil ich das einfach alles gerade echt, echt schön finde. Allein schon... Naja. Thanks for the lift, Launchpad. No problemo. Lift is one of my favorite principles of aerodynamics. Oh, say, you got your radio, Mr. McD? Hey, of course I do. Great! Then I'll be your eyes in the sky. Och, I'd be happy if you just keep your eyes on the sky for once. Airhead. Hey, I heard that. Now then, ancient Incan legends claim the king's scepter was locked away in a giant temple of the clouds, and it should be dead ahead. Gee, Mr. McD, I see a lot of clouds, but no temple. You wouldn't, Launchpad. The legend says the temple was hidden away from all but King Manco Capquack himself. But there's bound to be a way to reveal it buried somewhere in this overgrown salad bowl. And I'm not leaving till I find it. Also dann. Auf, auf! Es geht los! Wir suchen einen großen Tempel und wir suchen auch... kleine dumme Affen, die wir verkloppen können. Juhu! Und nebenbei lauschen wir der tollen Musik. Okay, alles klar. Gut, ja. Es geht los. Wow, und das funktioniert auch noch so wie früher. Gegen die Baumstämme einmal schlagen
Und dann kommt da ein bisschen Zusatzkohle raus. So. Und jetzt bin ich gespannt natürlich, inwieweit sich das Level-Design tatsächlich angepasst hat. Also inwieweit die Entwickler was dazugepackt haben. Oder ob sie es eben doch weitestgehend traditionell belassen haben und einfach nur die Grafik ein bisschen angepasst haben. Ja, ich bin der Meinung, dass ich das noch so ein bisschen im Kopf habe. I found an ancient coin depicting a nightingale. Edo! You haven't stumbled across a pizza joint down there, have you, Mr. McD? We're getting kinda hungry up here. I'm not even going to dignify that question with a response. Das mit der Münze ist definitiv neu, weil sowas in der Art hat man früher nicht eingesammelt, aber okay. Und natürlich labern die Charaktere auch eindeutig mehr als früher. Was ich jetzt aber nicht sonderlich schlimm finde. Eher im Gegenteil, das macht die ganze Spielumgebung ziemlich lebendig. Und das macht gerade einfach ziemlich viel Spaß, das Ganze zu erleben. Dupp-di-dupp-di-dupp. Man muss natürlich ein bisschen DuckTales-Fan sein, glaube ich, damit man das Ganze hier so richtig auch genießen kann einfach. Also wenn man nichts mit den Enten oder mit Disney allgemein anfangen kann, ich glaube, dann hat man auch ein kleines Problem mit dem Spiel hier. Aber ansonsten, selbst dann müsste man zumindest guten Gewissens... die ekelhaften Spinnen. Selbst dann müsste man guten Gewissens zugeben können, dass das Spiel echt hübsch ist. So. Schöner Geheimgang, der auch noch genauso wie früher funktioniert. Und dann müsste es doch eigentlich... wenn das noch genauso wie früher ist, dort oben links auch noch weitergehen. Okay, jetzt haben wir einen Nachtigall und einen Adler. Das ist interessant. Tatsächlich, es geht hier oben links noch weiter. Dupp-di-dupp-di-dupp-dupp-dupp. Ah, es ist genauso wie früher. Auf jeder einzelnen Treppenstufe tauchen dann nochmal so kleine Diamanten auf. Und hier hinten gibt es noch die großen fetten Diamanten. Ach, es ist so schön und herrlich. Gut, okay, aber weiter gibt's hier... Nee, das wäre auch sehr, sehr seltsam. Gut, okay. Bisher sieht das alles also sehr traditionell aus vom Level-Design her. Sprich, wenn ihr das Original-NES-Spiel kennt, dann werdet ihr euch auch... Uiuiuiuiui. Mit dem hier so ein ganz klein bisschen... Also dann werdet ihr euch zurechtfinden in jedem Fall. Au. Du. Dup, dudup, dudup. Aber ich hatte irgendwo auch was gelesen von zusätzlichen. A coin bearing the image of the Queen's horse. Ha, it'll help us find the treasure for sure. How can you tell, boss? Never doubt the well-honed instincts of an experienced treasure hunter. If you say so, Mr. McD. Aha. Ich hatte eigentlich auch was gelesen davon, dass das Spiel trotz aller traditionellen Elemente auch um einige neue Abschnitte erweitert wurde. Ich hoffe sehr, dass damit jetzt nicht nur der Geldspeicher vom Anfang eben als Tutorial-Level gemeint war, sondern dass darüber hinaus dann später eben auch noch ein paar neue Abschnitte dazukommen werden. Würde ich zumindest sehr schön finden. So, dich kann man so besiegen. Okay, hier bekommen wir auch noch mal ein bisschen zusätzlich Kohle und noch eine Zusatzmünze. Ja. Also wer die Serie nicht kennt, Frieda ist die Haushälterin im Hause Duck. Dupp, die dupp, die dupp. Noch eine Münze. Das sind extrem viele Münzen hier. Coin with the image of a scythe. It must represent a good harvest. This is Launchpad, calling Mr. McD. What is it, Launchpad? I'm running a little low on fuel up here. Well, where are the extra fuel canisters? That's why I'm calling you, boss. I checked the glove compartment, but all I found was gloves. Oh, you'd best find those fuel canisters, or the next thing you'll be flying is a model airplane. Is that a promise? Naja, der gute Quack, der soll einfach nur seinen Job machen. Und mich weiter fleißig auf Schatzsuche gehen lassen. Wow, 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 wow. Die ganzen Viecher hier sind zum Glück kein bisschen aggressiv oder so. Nein, kein bisschen. Ja, wild geworden Orang-Utans, Schlangen, wild gewordene Hummeln, die irgendwie ganz böse Aua machen und so.
Und hier oben ist zum Glück auch ein Geheimnis, das man kennen könnte, wenn man das Originalspiel tatsächlich mal gespielt hat. Hooray! So, mehr Schätze, mehr Kohle, 390.000 Dollar. Finde ich sehr gut. Der ganze Trip hat sich bis hierhin schon in jedem Falle gelohnt. Found another one, and it depicts the ruling might of a spear. This is Launchpad, Mr. McDee. Come in, Mr. Flick. Launchpad, what was that? Nothing, boss. I'm sure nobody was using that tree anyway. Except maybe them. Oh oh. Okay, auch das war wiederum im NES-Original nicht so. Quack ist dort niemals abgestürzt. Weiß es nicht genau, inwiefern das eventuell eine Nebenquest ist oder so, dass wir ihn hier irgendwo suchen müssen oder irgendwas in der Art. Ups. Ja, das muss dann gleich mal einfach überraschen. Eigentlich sollte er uns nämlich nochmal weiterhelfen. I bet those Incans could have minted a whole lot more coins if they hadn't tried to make each one unique. Diese ganzen Münzen irritieren mich aber echt. Wer weiß, was die bringen. So, wenn wir Start drücken, dann sehen wir auch eine Karte. Das ist interessant. Achso, und hier können wir auch die Optionen einfach einstellen. Oh, Inventar. Da sehen wir die ganzen Münzen, die wir schon eingesammelt haben. Es fehlt also quasi gesehen noch eine Münze. Ja, und ansonsten haben wir schon ziemlich gut den Anfangsabschnitt jetzt bis dahin abgegrast, würde ich jetzt einfach mal fachmännisch verkünden wollen. Was wiederum bedeutet, dass wir uns jetzt wieder hier auf den rechten Weg aufmachen können. Ups. Warum auf den rechten Weg? Upsala. Nun, ganz einfach. Weil... Uiuiuiui. Diese Pflanzen haben mir schon damals irgendwie immer einen Strich durch die Rechnung gemacht. Verdammt. So, weil wir hier auf der rechten Seite weiterkommen, wenn wir nämlich die eine Ranke näher betrachten, die hier war. Genau. So, wenn wir jetzt hier weiter nach oben gehen, wow, finden wir nicht nur auf der Seite, verdammt, eine neue Schatztruhe, sondern auch den weiteren Weg. Er will einfach nicht sich daran festhalten, habe ich so das Gefühl. Okay, dann machen wir das mal anders. So wie ich das auf dem NES eigentlich auch die ganze Zeit immer gemacht habe. So. Genau. Ups. Manchmal muss das halt so. Hui. Okay, das ist aber definitiv anders. Vom Aufbau her zumindest. Das Ganze ist jetzt nämlich gespiegelt. Aha! This coin bears an image of the scales of justice. Just what I need to help me find the scepter. Hello, Mr. McDee. I had a thought. Launchpad, why start now and spoil a perfect record? That's a good question. Well, I don't have all day. What was your thought? Come to think of it, I forgot. Launchpad, were you dropped on your head much as a child? All the time. Why? Ja, okay. Ich mag Quack. Ja. Quack ist ein toller Pilot. So, warum spiegelverkehrt? Nun, auf dem NES ging es links weiter. Jetzt geht's hier rechts weiter. Na gut, vermutlich, weil sie mit dem Kartenbildschirm das richtig machen wollten. Ah. I found something. There's a carving of Manco Capquack on this stone slab. And there's 8 circular notches around it. Sounds great. Does it tell us how to find the treasure? Well, I'm not sure what it tells us, but I'm certain it's an important clue. Bless me, bagpipes. These coins I found will fit perfectly into those notches. Oh, you must have come across an ancient Incan poker table, Mr. McDee. How about I come down there and you deal me in for a hand? You come down here and I'll deal you a blow to the head. You're supposed to be keeping an eye out for trouble, remember? Launchpad, what if the images on these coins symbolize the various tribes of Manco Capquack's empire? Maybe if I surround him with them. Ta 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 ta! Ach no, it's not working. Hey, maybe you need to say
Da gehen meine Münzen dahin. Oder auch nicht. Will you look at that? The ancient city of Manco Capquack. And that beam of light. It must be pointing to the Temple of the Clouds. But how am I going to get across? Up here, Mr. McD. Ha 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 ha. Okay, und das wiederum hat jetzt sehr viel vom NES. So, Moment. Aha. Festhalten. Bitte nicht erwischen lassen. Nicht am Entenbürzel von irgendwelchen Bienen plötzlich, also treffen lassen. Das wäre mir sehr unangenehm.